Ja, moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen... Herzlich willkommen! Warte. Ja, moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online zusammen mit dem Dominik und mit einem Hacker, wie es mir scheint. Jo, der ist ein Hacker. Was macht der denn da? Wie kann man denn so obvious hacken? Weiß ich nicht. Lol. Mich Lol. Nach dem NSM aus der Lobby rausschmeißen, ja. Und sperren für meine Lobbys. Ja, das ist ein richtiger Penner, ey. Ich meine, man kann ja hacken, aber dann soll man es wenigstens ein bisschen dezenter machen, einfach sich ein bisschen mehr Speed geben als allen anderen oder so. Nein! Ja, ein bisschen mehr Speed gibt er sicher. Ja, gut, aber ich glaube, er hat sich tatsächlich nicht mehr Speed gegeben, sondern er hat sich 5 Sekunden vorher losgefahren. Ja, und das war's dann. Und er leckt halt rum wie sonst was. Oh, andere Richtung. Dominik, du hast mich angerömst. Ja, hab ich gemerkt. Meckerst immer über die Leute, die einen anrumsen, und dann bist du selber der Typ, der hier rumst in der Luft. Oh Gott. Alter, das Flugzeug lässt sich ein bisschen beschissener steuern, finde ich gerade so rein persönlich. Rein persönlich? Ja. Achso, Leute, ihr seid übrigens in unsere Aufnahmesession reingerutscht. Wir nehmen jetzt quasi vor auf, damit ihr auch über Weihnachten was habt. Und deswegen machen wir jetzt 4 Folgen am Stück. Das ist die erste Folge von 4. Die werdet ihr schon am Mittwoch, den, ich glaube, der 13. ist es, sehen. Hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse. Und danach kommen noch mehr ganz viele Folgen. Und das wird alles in einer Rage-Aufnahmesession passieren. Oh, ist auch gut. Ja, das ist super. So, du willst deine Stimme ein bisschen schonen. Oh, das wird ein Fallschirmauto, ne? Ja. Vielleicht war nochmal... Ja. Ah. Ah, er öffnet automatisch den Fallschirm. Oh. Ja. Warum bin ich denn nur noch 5. Oh nein! Was? Da ist einer mit dem Fallschirm unter mir reingeflogen und ich habe meinen Fallschirm verloren. Das okay, war richtig lächerlich. Der Typ, der hinter mir war, ist jetzt einmal weg. Ja, der liegt da unten rum. Lol. Ja, ich bin jetzt eigentlich Erster, sag ich mal, ne? Also du bist Zweiter quasi hinter dem Hacker. Ja. Nice. Ja, ich bin gerade... Wie löst man nochmal diesen blöden Sprung aus? Mit raufdrücken. Auf ja, die... ich hab's zweimal nicht hingekriegt. Ich dachte, das war eine Frage. Ich dachte, du regst dich nur auf, dass er nicht einge... Oh, da bist du ja. Ja, weißt du, das ist halt schon wieder der größte Bullshit. Ja, aber ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich den beim ersten Mal gedrückt habe. Er ist aber viel zu spät losgesprungen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich war mit so einem Abstand gerade Zweiter, dass, wenn du halt da, keine Ahnung, 50 Sekunden rumstehst. Ja, klar. Oh, guck mal, da kommt es. Ist halt wieder gelutscht, der Drop, ne? Da ist er gelutscht, der Drops. Bei dem Ding brauchst du nur ganz kurz mal deinen Fallschirm öffnen. Ja, ich habe auch ganz schnell noch aufgemacht. Wir waren doch etwas besorgt darüber. Ja, ich tatsächlich auch. Ich dachte so, oh, das reicht ja easy. Und dann so ja, den letzten... Dann so, die Kante kommt immer näher. Ja, vor allem, ich habe noch erst überlegt, war das jetzt A, war das jetzt A? Ich glaube schon. Hier ist übrigens nochmal Sprung, mittlere Maus reindrücken. Ja, ich wollte es nur nochmal sagen. Alter, wenn dir das Ding unten so durchsichtig wird, kannst du deinen Fahrer als einziges sehen. Das sieht witzig aus. Ja, der ist gerade abgestürzt. Weiß ich nicht. Ist irgendwie so einer. Da, nee, doch nicht. Das war, glaube ich, der war noch beim Auto oder so. Ich habe nur auf einmal so einen Namen unter mir durchfliegen gesehen. Naja, kann sein, dass er beim Auto war. So, Leute. Probieren wir mal. Da vorne ranzukommen. Ich glaube, das Rennen endet dann ja auch recht schnell, ne? Wenn der Typ so schnell im Ziel ist. Naja, aber ich glaube, es müssen ein paar Leute im Ziel sein, bevor der Counter startet. Okay. Ich glaube, der Erste alleine löst es nicht aus. Ich glaube, der 2 müssen im Ziel sein für den Counter. Okay, sehr schön. Oh nein, hier kommt ein blödes Boot, Alter. Die Boote haben mit Abstand die schlechteste Physik in ganz GTA. Ja. Weil das Wasser einfach richtig schlecht ist. Ohne Spaß.
Ja, vor allem dieser random Wellengang ist halt das Nervige, ne? Ja, obwohl im Moment ist gar kein Wellengang. So rein. Ey, kann man ja doch irgendwie überhaupt nicht aufholen, ne? Ja. Hast du das eingestellt? Glaub schon. Okay, what the fuck. Ach, hier ist nochmal eine Rampe. Lol. Das war kacke. Das war richtig kacke. Das war sogar richtig, richtig schlecht. Ja, ich bin aus Versehen gegen die Bande gefahren. Blödsinnigerweise. Fahr! Na gut, die anderen sind halt mega weit vorne, ne? Ja, und du bist auch nur ganz knapp hinter mir. Weil zweimal gegen eine Bande fährt, so wie ich, dann war es das halt. Ja. Weil man einmal den Fallschirm verliert. Ja, so wie ich. Aber der Typ ist da gerade wieder durchgeflogen, hast du gesehen, der Hacker? Ja. Aber gut, dass du auch zwei Runden eingestellt hast, dass wir den Hacker auch nochmal zwei Runden ertragen können. Ja, ist doch super. Ist doch optimal. Ah, was für eine schöne Kurve, die kann man einfach in 1 nehmen. Solche Kurven finde ich immer super. Aber das finde ich ein bisschen schade immer bei solchen Rennen. Das entzerrt sich bei den Transformationsrennen so heftig immer. Ja. Da ist nicht so ein, also ganz selten wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh, sorry. Kurz mal Schluck aufbekommen. Schrecklich. Ja. Irgendein Kurvenscheitelpunkt. Oh, viel besser genommen als in der vorigen Runde die Kurve. Ja, mit Aufholen geht das, glaube ich, auch nichts mehr. Ich halte da durchgehend den Abstand zu dir. Ja. Gut, beim Flugzeug bin ich irgendwie immer ein bisschen schlechter als alle anderen. Ich verstehe es zwar nicht, warum. Aber im Flugzeug hast du ja auch gar nicht. Beim Flugzeug gibt es ja auch gar keinen Windschatten. Ich glaube schon, weil manchmal hast du an den Seiten diese Windschatten-Dings. Das zeigt er dir ja nur bei dir selber an, das ist noch die hier. Was ist das beim Flugzeug? Ah, du meinst die Wirbel. Naja, also diese Streifen, die du halt hast, wenn du enge Kurven fließt und so. Ich glaube nicht, dass es Windschatten ist. Ich glaube, Windschatten beim Flugzeug würde auch ein bisschen wenig Sinn machen, oder nicht? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du kommst ja hinten in die Wirbelschleppen rein. Das macht halt keinen Sinn. Letztens ist ein Flugzeug, vor ein paar Monaten oder so, ist ein Flugzeug fast abgestürzt, weil es in die 4 Kilometer entfernten Wirbelschleppen vom A380 reingeflogen ist. Das hat erstmal einen Sturzflug von 5000 Meter hinter sich gehabt. Nice. Das ist halt nicht ganz so geil, ne? Nee, das ist nicht so optimal, glaube ich. Ja, das will ich wohl meinen. Zack. Das ist echt heftig mit den Dings. Es ist auch mal einer, deswegen müssen ja auch am Flughafen diese Slots sein, diese Startslots, weil ansonsten die Wirbelschleppen von den Flugzeugen vor dir dich vollkommen aus der Bahn reißen. Gibt ja auch für die großen Flughäfen in Frankfurt und so gibt es ja auch Klassifizierung, wann A380 starten und wie lange du dahinter Zeit lassen musst, damit das Flugzeug nicht schon auf der Startbahn ist voll verkackt. Ja, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen ungesund. Ja. Das reicht. Ich gehe jetzt mal Risiko ein. Ja, das reicht. Wenn du dein Auto nach vorne lehnst, reicht das beim Sprung ohne Ding. Ich bin jetzt gleich Vierter. Nice. Nein, was für... Euch ja weg. Oh, das war blöd. Hallo. Ja, bleibst du extra da liegen oder was? Das war total blöd. Ja, ich wollte, dass ihr da schneller vorbeikommt. Ja, ich bin irgendwie gegen die Wand und dann hat sich mein Auto komplett quergestellt. Das war total nervig. Das ist mal ungesund. Aber vielleicht hole ich den noch weg. Ja, das wäre ganz gut. Aber ich weiß nicht, über welcher Passage das so gut funktioniert. Beim Moped. Toll, jetzt bin ich hinter dir, das ärgert mich ja jetzt total. Naja, ist schade, ne? Ja, tatsächlich, sehr suboptimal. Ich finde den Jet aber irgendwie ganz geil. Der sieht hinten richtig böse aus. Auch mit diesem komischen Warstock-Update aus, das war sehr bestimmt gekommen. Weil den habe ich vorher noch nie gesehen. Der hat so Halterung für Waffen unterm Flügel. Oh ja, stimmt.
Oh ja, stimmt. Aber sieht irgendwie mehr nach einem Passagierjet aus als nach einem Kampfjet. Ja, das stimmt. Also so rein optisch macht das irgendwie keinen Sinn, dass das Ding... Aber guck mal, bei dem Teil, hier hast du zum Beispiel die, diese Streifen an der Seite. Ja. Na, vielleicht kommt das auch auf die, einfach auf die Geschwindigkeit an, weil das sind ja Jet Engines, das vorhin waren ja, Turboprop oder normale Propflieger. Hm. Oh Gott, da wäre ich fast mit meinem Flugzeug ins Wasser gefahren, weil ich möglichst tief fliegen wollte. Muss sie aber doch nochmal kurz hochziehen. Ich weiß nicht, ob so ein Flugzeug zum Boot, nicht schlauer ist, sogar länger in der Luft zu bleiben. Weil auf dem, beim Boot bist du ja langsamer. Ah, das kann gut sein. Ich weiß es. Ich bin mir auch nicht sicher, aber auch keine Ahnung. Ja, schön, dass wir beide gleich wenig Ahnung haben. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's nochmal richtig ab. Ich frage mich nur, warum der Typ vor mir so schnell ist. Hat er irgendwie einen Power-Up gehabt beim Boost oder was? Ich weiß es nicht. Da hat sich gerade auf jeden Fall einer vor mir direkt verbunden. Der ist halt übelst weit vorne jetzt. Der weißt du, den da, der dich ja gerade weggerammt hat, der ist jetzt keine Ahnung, wie weit vorne. Der hat mich ja nicht weggerammt. Ich wollte dem ja dem Ramm nur entgehen, bin dann dabei in die Wand gefahren und hab mich dann auf den Kopf gedreht. Entweder war das hier gerade ein Server-Lag oder das war irgendwie was anderes. Ich hab keine Ahnung, weil der ist jetzt halt schon im Ziel. Das echt? Ist totaler Bullshit. Okay, das ist echt Bullshit. Der ist gerade in dieser Bootpassage anscheinend dreimal so schnell wie ich gefahren. Naja gut, vielleicht gibt's für dieses Boot irgendwelche Tricks. Ich kann halt überhaupt gar kein Boot fahren, ne? Ja. Okay. Wie kann man eigentlich die Leute reporten? Müssen wir auf jeden Fall erstmal machen. Ja. Der ist wahrscheinlich 3 Minuten vor uns im Ziel gewesen. Ja, locker. Der hat wahrscheinlich schon die Lobby verlassen. Aber man sieht ja trotzdem, wer das ist. Okay, Leute. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, oder? Ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, tschüss mit Ö. Tschüss.